wünsche euch jetzt gute Nacht. Ihr habt den schönen langen Tag gespielt und gelacht. Auch mir fallen gleich die Augen zu, ich roll den Rüssel ein und kuschle mich warm zugedeckt wie ihr ins Bett hinein. Schlaft, meine Lieben, schlaft ein. Schlaft ein mit meinem Terror. Halt, noch nicht einschlafen. Erst gibt's doch unsere Geschichte aus dem Adventskalender. Da ist sie. Sie heißt heute Weihnachtsplätzchen. Ich glaube, jetzt haben wir alles zusammen, Benjamin. Butter, Mehl, zwei Eier, geriebene Mandeln, ein Päckchen Vanillezucker und... Die Zuckerstückchen hier. Zuckerstückchen? Du hast doch gesagt, ich soll mich um den Zucker kümmern. Das stimmt, Benjamin. Aber ich habe normalen Zucker gemeint und keinen Würfelzucker. Zuckerstückchen sind aber normaler Zucker, Otto. Ihr wisst schon, was die beiden machen, nicht wahr? Genau, sie backen Weihnachtsplätzchen in Herrn Tierliebs Küche. Und Benjamin zerdrückt jetzt eifrig die Zuckerstückchen. Das geht ganz einfach. Na prima, dann kann ich inzwischen den Teig zubereiten und du gibst zum Schluss den Zucker dazu. Mach ich, Otto. Es dauert nicht lange, da hat Otto den Teig in der Schüssel angerührt. Jetzt fehlt nur noch der Zucker. Und jetzt kommt der Zucker rein. Genau, und dann gut rühren. Probier doch mal den Teig, ob er süß genug ist. Mach ich, Otto. Moment. Ist der Teig lecker? Ich will auch was. Ich probier lieber noch mal. Ich auch. Momentchen mal, ihr beiden. Ihr futtert ja den ganzen Teig aus der Schüssel. Halt, der ist doch für die Plätzchen bestimmt. Zu spät. Auweia, die Schüssel ist ja leer. Ich meine, wo kriegen wir denn jetzt die Plätzchen her, Benjamin? Da müssen wir wohl einen neuen Teig machen, Otto. Aber erst morgen.